Da sehen wir die Statistik wieder mal. Es bleibt dabei 11a, b und jetzt ist noch 11c dazugekommen und der 12. Sprung. Also hinten raus passieren die meisten Fehler. Dann Hindernis 10, ein Ochser, wie wir sehen. Das ist der Sprung vor der Zweifachen, der 2 Meter weit ja auch ist. Helena Lundbeck mit Erbblume, der schwedischen Stute von Castor, 12 Jahre alt. Vergangenen Jahr waren die beiden immerhin Zehnte hier in diesem großen Preis von Aachen. Sie fordern das Glück. Sie macht das in aller Ruhe, auch hier jetzt nach dem Wassergraben wieder, die 33-jährige Schwedin. Auch jetzt hier. Ja, sie hat das Glück, aber es hat letztendlich auch gut gepasst hier. Und ähnlich wie Andreas Tipplick klappert sie sich so ein bisschen durch. Aber nicht wie bei anderen Paaren, wo es dann doch zu Fehlern kam, die dann auch wirklich ein bisschen den Rhythmus einfach verloren haben, auch die Übersicht verloren haben, vielleicht ein bisschen zu viel Druck machten oder einfach auch wirklich nicht die Weite bekamen. Das alles passte ja. Helena Lundbeck, die aus einer Reiterfamilie kommt. Ihr Vater und ihre Mutter ritten früher auch schon für Schweden. Der Papa im Springen, die Mama in der Dressur. Und an den Start. So ein bisschen eigenen Stil. Oft wirkt der Oberkörper früh zurück, aber das musste sie hier auch in dieser Phase.